Einen wunderschönen guten Morgen wieder, guten Abend, Leute. Servus. So, wir machen jetzt so diese ganze Dreierreihe da nach oben. Also, wir holen uns jetzt erstmal eine Tante, weil man kann ja nie genug Tanten haben. Mist, welche Teile da. Strahlentau und mit dem Strahlentau dann da oben weiter. Dann das wahrscheinlich aber erst in der nächsten Folge. So, okay. Also, keine Feinde sichtbar. Ja, ja, Krabbelminen-Eskorte. So, okay, wir brauchen das. Und weil wir die Belohnung noch haben wollen, mit dem Kompass? Ja. Wir haben ja genug Kompasse, ist ja kein Problem. Ist euch das aufgefallen? Wir müssen eigentlich kaum noch Kompasse benutzen auf der Twilight Map, weil, naja, es ist eigentlich alles relativ obvious, weil wir müssen keine Wände mehr sprengen oder sowas, sondern die Bomben können eventuell auf so einen Stein legen. So, yay. Gut, Krabbelminen-Eskorte. Mit Lana. Beide nicht so hoch. Das Portal habe ich ja gar keinen Bock drauf. Viel zu gescriptet, das Scheißteil. Da hier, Erfahrung plus 1. Ja, ist doch voll okay. Yep. Denn Kleinvieh macht auch Mist. Wir wissen das. Bei 25.000er Waffen wissen wir das sehr zu schätzen. Und ich brauche echt wieder Bronzematerial zum Grinden, das ist so unglaublich. 3 Stück! Die Krabbelmine oder die Krabbelmine flieht. Wie geil ist das denn? Ja, hilft ja nix, ne? Erstmal die Spacken mit HP-Leisten killen. Das würde hart, wir machen sehr wenig Schaden. Komm! Ja, okay, das geht gut. So, also die Minions sind eigentlich, sind den Krabbelminen ja eigentlich egal, so wie wir das mittlerweile sehen konnten auf den letzten Missionen, also tun wir wieder die Mission von uns verlangt und besiegen den Eral Forza. Denke mal, das ist voll okay. Oh, das ist, Moment, haben wir den Eral Forza gerade besiegt oder was? Verstehe. So, Mumifizierung. Nicht schlecht. Dann können wir den auch platt hauen gerade. Oh, warte mal, was habe ich da gerade gesehen? Hä? Ach so, es war nur eine kleine. Hm, schade. Nimbus gerade rückt gegen die. Nein, ich muss aber jetzt erstmal den Eralforce platt hauen, weil der steht vor der Krabbelmine und die macht dann gar nichts. Boah, die hat aber gut HP. Ey Jungs, Baumifizierung for the winner. So. Na, du sollst nicht spucken, Mann. Na, Mist, jetzt habe ich ihn aus der Luft geholt. Boah, geh voran, du blödes Ding. Ja, komm. Bam. Du kleiner Sack. Feuer frei. Festungskommandant ist immer praktisch. Boah, die HP, Alter. So, wo ist jetzt noch einer? Ja. Rück gegen die Krabbelmine vor. Lauf, kleine Krabbelmine, lauf!
Komm schon. Dass ich die HP von den Krabbelminen nicht auf meinem Gamepad sehen kann, das ist auch ein bisschen nervig. Alter! 2200. Bäh. Nicht cool. Nicht cool. Endlich mal fett Magie. So, jetzt hauen wir uns diesen Gipto noch kaputt. Und dann geht das hier. Das, die Dinger haben ja zum Glück wirklich sehr viel HP. Blödes Viech, ey. Was ist mit der Kameraperspektive los? So. Mensch. Danke. So. Bewegt sich wieder. Danke, Sir. Gut. Dann haben die Roten halt gerade gar nichts. Wir haben nichts außer Minions auf dem Feld. So ist das toll. Geschwindigkeit der Krabbelmine wurde. Ja, dann kann ich ja jetzt schlachten gehen. Ein bisschen Kills kassieren. Ist ja voll okay. Ich sag's euch, wenn die beiden Dinger jetzt. Ah, okay, verstehe, die laufen parallel auf den Gängen. Wenn die jetzt zusammengestoßen wären, hätte ich erst sehr gelacht und dann noch sehr mehr viel bitterer geweint. Ich traue dem Spiel zu, dass es mich mittlerweile so trollt. Ja, die Krabbelminen sind in einen Stau geraten. Tut uns leid. Krabbelminen kennen kein rechts vor links. Das wäre echt so gut. Wetten? Kommt schon! So. Geht es allen gut? Du hast gerade mit drei Krabbelminen ein Hauptquartier gesprengt. Geht es allen gut? My ass. Herzchen. Tadadada. Ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, welche Waffe mit Lana wirklich gut ist. Keine Ahnung, ich kann dem Mädchen irgendwie nichts abgewinnen. Die ist einfach viel zu sehr kawaii. Weiß ich nicht. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, mit welcher Lana-Waffe ihr am liebsten spielt. Vielleicht kriege ich daher irgendeine Weisheit rausgezogen. Ich brauche. Was ich exakt suche, ist der Angriff mit der größten Massenvernichtungskraft, damit ich mit dem Charakter ordentlich grinden kann. Dass ich immer noch so einen Crap bekomme, ich finde das so hart. Weg damit! Der kann so langsam mal weg. Was ist das denn? Seht ihr, was ich meine? Gott. So. Now what? Wir haben jetzt noch 10 Minuten. Was ist das hier? Geteiltes Leid. Ach, der geht da unten hin. Oh, geil. Ich fürchte, dass wir da unten ein bisschen aufs Maul bekommen. Weil in allen Wüstenpunkten haben wir bisher aufs Maul bekommen. Ich weiß nicht genau. Lass uns gemeinsam gegen den Feind. Ja, das wird schwierig. Egal, komm, hau rein. Ich ziehe mich jetzt nicht. Zelda, Taktstock. Das wird ja so lustig. So grenzenlos lustig. Sowas. Warum? Warum? Das ist... Da habe ich nicht irgendeinen mit Erfahrungsplus gerade so rumschimmeln.
Dann, ja gut, komm, dann grinden wir halt gerade jetzt mal nicht an der 25er-Grenze rum, sondern nehmen einfach den mit. Ich habe keine Lust, jetzt ewig wieder Sachen umzubauen und bla und Zeug. Tentakelwände. Voranzukommen musst du die Tentakelwände besiegen. Normale Angriffe zeigen keine Wirkung, also lass dir was anderes einfallen. Yeah. Okay. Midna. Und wer noch? Santo. Ich will Midna. Midna ist Imba. Ich will Midna. Ich will aber auch Magie und alles andere haben, weil ich habe sehr viel Respekt vor dieser scheiß Mission. Hi. Meins. So. Hey, deine Rettung ist da. Ja, danke. Ich weiß, glaube ich. Ja, ja, ja. Dürft. 1000 Statusmeldungen. Fei und Gerahim wurden gesichtet. Wir sollten die Roten verhauen. Ganz einfach, weil die gerade mehr Hauptmänner gespawnt haben und ich die vage Hoffnung habe, dass die hinterher, wenn sie mit... Moment, nein, die sollten dann aber... Nein, Moment, die sollten dann hinterher mit mir verbündet sein. Ich sollte Gerahim angreifen. Ich will, dass die Armee, die vielleicht prophezeit, weniger zu spawnen, dann auf meiner Seite ist. Hey, Schmuck! Das wird so lange dauern. Mit dem Taktstock kann ich auch nicht so gut umgehen und er kriegt nicht besonders viel ab. Das ist ziemlich scheiße von ihm. Hey, hau nicht meine Mietner! Aber Fei hilft mir schon, das ist sehr schön. Wow. Komm schon! Das bringt so gar nichts! Das bringt echt einen Scheiß. Ey, warum? Ich will jetzt einfach gerade im Early Shit nicht so viel HP verlieren und spiele sehr vorsichtig, weil ihr wisst, wir werden die HP hinterher noch brauchen. Können wir den mal jetzt besiegen? Wir hauen hier mit 3 Tussis auf den ein. Letzteres ist vielleicht das Problem. Zumindest haben wir ihn interrupted. Könnt ihr beiden mal was anderes machen, außer da rumzustehen und zu gähnen? Erstmal 0 Schaden. Schon mal gut. Ja, verpiss dich endlich, komm dann wieder und geh mir weiter auf den Sack. Ist okay. Ich habe diesen Gegner besiegt. Du standest daneben und hast einen Scheißdreck gemacht. Verdammt nochmal. So. Könnte einer von euch mir jetzt irgendwie Spezial- und Magie-Shit geben, bitte? Wer ist denn da gespawnt? Was ist das denn für eine Fratze? Dunkel-Santo. Ach du Kacke. Wie sieht der denn aus? So, ihr teilt euch auf. Voll toll. Ihr möchtet sterben? Ich kann geholfen werden. Halt die Schnauze, Mann. Ich
Pew, 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 pew. Den Angriff habe ich gerade ganz vergessen. Oh, hallo Zanto. Versuchen wir wohl zuerst Zanto. Na doch, toll, das ist nur dunkel, Zanto. Da ist der richtige. Yeah! Und der kriegt so viel Schaden, das ist ja legendär toll. Genial, will ich behaupten. Zanto bereitet was vor? Zanto bereitet was vor? Jetzt habe ich das, was war das? Schlachtverlauf. Ja, dann sollten wir Zanto umprügeln. Schnell genug. Wo ist der Penner hin? Ach, Giraim tut das gleiche. Ja, toll. So, komm, erwischt Zanto mit. Ja, danke sehr. Ich brauch noch ein bisschen Magie. Wäre das einrichtbar? Nicht, dass du mich schlägst, du Penner. Magie, habe ich gesagt. Mann. Oh, das wird so scheiße. Fei hat erneut Magiekrüge bereitgestellt. Achso, toll, ich stehe aber neben Midna. Nee. Aber noch sind keine Riesenmonster aufgetaucht, also glaube ich, zumindest habe ich die, gegnerischen Armeen richtig predicted. Und wir können ja auch ein bisschen auf Dunkelzanto rumhacken, damit Midna nicht ganz so viel auf die Fresse kriegt. Das ist doch super toll von uns, oder? Dann könnte Midna vielleicht so nett sein. Und uns nochmal so ein Force-Kristall droppen. Wäre das möglich? Scheiße, eine Bedrängnis. Scheiße. Lass mich Zanto nur noch eben platt hauen, Mann. Steht da einfach rum. Renn doch in meine Attacke rein, du Knopf, du blöden Penner, ey. Voller Arsch. So. Das sieht besser aus. Volle Lunte. Du, mein Freund. Mit dir habe ich jetzt... Oh, shit. Moment, das ist nur Dunkelgiraim. Shit, wo ist der... Ah, oh, der Richtige ist da hinten. Oh, leck mich. Da habe ich mich schon so gefreut. Gut. Egal. Holen wir uns den richtigen. Damage. 2800. Voll okay. Ja, komm. Ja. Mann, mach, ja, ja, komm, tu was Cooles, tu was. Erwisch ich irgendwen? Spuckt mir nicht ins Gesicht mit eurem blöden grauen Scheißer, Lila. So, komm.
spam den nur noch zu. Ich habe keinen Bock mehr Schaden zu kriegen. Hoffentlich ist die Zeit noch okay. Boah. Diese HP-Leiste, Mann. Ich weiß, ich jammer gerade echt viel rum, aber komm schon, was soll denn das? Unglaublich. Zum Glück sind wirklich keine Riesenmonster gespawnt, die mir auf den Sack gehen. Ich weiß nicht, ob das in der Mission der Fall sein kann oder nicht, aber ich bin zumindest sehr, sehr dankbar. Ehrlich. So ein Riesenmonster ist ganz schön militärische Stärke. Fei ist kurz vor, ich brauche Hilfe, aber die ist jetzt zum Glück direkt neben mir. Shit! Egal, egal, egal. Ist vollkommen egal. Ich hol mir einfach einen neuen. Und setze den direkt neben dem hier ein. Hat der schon mal Schaden bekommen. Und, ach so, du benötigst Unterstützung. Ich unterstütze dich, indem ich hier gewinne. Ciao. Wenn du mir jetzt einen Spruch drückst von wegen, du hast die Feinde besiegt, ne? Das war anstrengender als gedacht. Siehste, Midna ist realistisch. Halt die Schnauze frei. Hasse. Jeder hasst sie. Mädels, macht Ende jetzt. Ich will nicht mehr. Bam, Überlänge, hau raus. Mann, es ist echt immer noch warm hier in der Hütte. Ich meine, ich bin froh, dass ich mittlerweile bei der Webcam arbeiten kann und wenigstens irgendwie irgendwas anziehen kann, aber es ist schon so. Schön, dass deine Feen interessieren mich einen Mist. Gut, aber unser Plan steht. Und die Mistdinger des Finsternis Materialbonus Sockelbonus. Hau weg den Scheiß. Legionär. Da bräuchte ich noch was Ordentliches, um dort zu übertragen. Oh, hier zum Beispiel. Egal, schalte ich halt nochmal legendär frei. Ist mir auch egal. Tada. So. Strahlenteuer halten. So, okay. Also unser Plan geht sehr auf. Dann holen wir uns beim nächsten Mal das hier. Sieht gut aus. Wir brauchen ja auch nur irgendwie 3 Itemkarten. Bin ich gar sogar vielleicht... Nee, 3. Passt schon. Okay, Leute. Also, immer schön liken, abonnieren, kommentieren. Ich sehe alles. Merkt's euch. Wir sehen uns übermorgen mit der nächsten Folge. Morgen gibt's eine Folge Metroid und guckt euch auch von heute und von morgen die Folgen von DMC an. Und wenn ihr ganz viel Langeweile und immer noch Lust auf mehr habt, auch den ganzen anderen Rest auf dem Kanal. Wir kratzen so an der Marke zu 1000 Videos. Ich denke mal, das sollte ein paar Nachmittage Beschäftigung geben. Also, blink out.